Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Myst Survival, ihr Lieben. In der letzten Folge waren wir bei der Stadt, haben da unser Auto endlich mal eine Runde, farblich aufgetunt. Das ist schön, das war sehr einfach, aber naja, das ignorieren wir vollkommen und vergessen vollkommen. Ich war gerade offline nochmal da hinten bei der Militärbasis, habe geschaut, ob ich noch in irgendeiner Weise... Nee, Quatsch, wir waren im Paradieshotel, Paradise Hotel. Offline habe ich jetzt mal da hinten nochmal geguckt, ob ich irgendwo die Keycard finde. Nein, ich habe sie immer noch nicht gefunden. Beim Paradies Hotel habe ich sie, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Vielleicht müssen wir da nochmal hin und genauer schauen. Ich würde gerne nochmal in die Mine rein, weil ich ein kleines Gefühl habe, dass sie vielleicht da sein könnte. Was sie wahrscheinlich nicht ist, weil sie irgendwo ganz komplett woanders ist. Vielleicht im Tunnel, da wo der große Big Mac ist. Oder vielleicht bei Klausi sogar. Wir gucken auf jeden Fall erstmal bei der Mine. Und holen uns noch ein paar Ressourcen. Ich habe mir wenigstens ein bisschen was mitgenommen, wo ich was reinpacken kann. Habe ich denn hier noch irgendwas? Sollte ich die mitnehmen? Ja, komm. Dich nehme ich mit. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, ob wir irgendwas finden, was uns weiterbringt. Denn eigentlich hieß es ja von den einen Kumpel von Rick, dass wir ins Paradise Hotel gehen müssen. Und da nach einem Ort gucken müssen, wo das Camp von ihm ist. Ich meine, sollten wir da nichts finden, werden wir einfach mal in ein Camp gehen, was hier in der Nähe ist. Und dann mal Hallo sagen. Aber erstmal die Mine. Ups. Müssen wir mal gucken, ob die Zombies hier wieder zurückgespawnt sind. Ich glaube nicht. Doch. Oder Big Mac hatte die Karte und der ist dann despawned. Da freuen die sich schon. Uiuiui. Aber wie gesagt, erstmal Mine, da noch ein paar Ressourcen holen, weil wir brauchen die auch langsam, damit wir ein paar Sachen haben können. Vielleicht müssen wir da auch noch mal rein. Wow. Da rein und in der... Alter, ich sollte mal normal fahren. In der anderen Tunnelrichtung. Ja, da müssen wir auch noch mal hin. Alter. Ruhig, Brauner. Wird schon schief gehen. Polizeiauto. Das gucken wir uns doch gerne mal an. Ich hätte Batterien mitnehmen sollen, ich trotte. Wegen Taschenlampe. Gut, das werden wir auch so überleben. Eine Granate. So, den Helm können wir gleich mal anziehen. Bringt er mir mehr? Eigentlich nicht, aber egal. Habe ich nicht noch irgendwie eine Taschenlampe? Nein. Gut, die beiden packe ich mal weg. Essen packe ich auch mal kurz weg. Speichern? Ja, wir sollten speichern. Oh, ich habe ein bisschen Taschenlampe noch.
Okay. Ich hoffe, ich backe jetzt hier nicht durch. Den Boden habe ich mir anders vorgestellt. Aua. Na, wir gucken nicht. Gut, hier ist erstmal nichts. Oh, Verbände. Sehr schön. Ein Pott. Ein Wasserkanister. Mal sehen, ob wir hier eine Spitzhacke noch finden. Cappy Cap. Nehme ich gerne. Pardon. Oh, ein Apfel. Ich glaube, meine Taschenlampe schwindet langsam. Schade, ich dachte, ich würde hier irgendwas rumliegen sehen, was materialmäßig für uns gut wäre. Oder vielleicht noch eine Spitzhacke. Hätte ja sein können. Meister, da ist sie. Kann ich nicht aufheben. Dich kann ich auch nicht aufheben. Ich dachte gerade, da steht was. Und wie eh und je, bisschen Farbe. Schön, das heißt, wir können wenigstens ein bisschen was abbauen. Maske. Hier kommen wir immer noch nicht hin. Gut, Farbe lasse ich. Schade. Schade, schade, keine Karte. Komm, ich loot jetzt den einen Schrank hier, den nehme ich mit. Ups. Ei, Schere. So, mein Freund, du kommst mit. Gut, wo bekommen wir diese Karte her? Wartet mal. Die kann ich aber nicht mitnehmen, schade. Dann können wir die Farbe mitnehmen. Was wir haben, haben wir. Aber mit der Mine hat er auch nicht...
ist ein Motor. Wie kommt man da hin? Da, ich sehe es doch. Kommt man da überhaupt hin? Bei einer Ecke waren wir noch nicht. Wartet mal. Ich nehme mich mal mit. Oh, ich könnte auch gleich ein bisschen Steini mitnehmen. So, die packe ich mal weg. Dann müssten wir auch mal die Schmiede bauen. Wenigstens ein bisschen Rohstoff, dann können wir dann später, wenn wir dann die Schmiede bauen. Nein, warte doch mal, rennt nicht weg. Nur 3 Stück. Können wir dann anfangen, schon mal was einzuschmelzen? In der Hoffnung, dass jetzt mir nichts entgegenkommt. Ich habe einen Schrank, den werde ich benutzen, meine Freunde. Wartet mal. Nee, Quatsch, wir haben nichts mehr zum Reingehen. Schade. Irgendwie ist der Boden ein bisschen gruselig. Ah, guck mal, ich kann das Licht ausmachen. Na, Cap brauchen wir nicht. So. Ja, ist... Nee, doch, die bekommen wir. Ich wollte schon sagen. Okay, tschüss. Ich glaube, ich brauche einen Schokoriegel. Meine Stamina geht ganz schön gerade runter. Na, wobei. So, kann ich? Ja, kann ich. Aber mehr kann man jetzt hier nicht holen, ne? Gab es nicht auch mal eine Mine, die relativ wirklich sehr groß war? Wo man... Oh, was für eine Staffel waren das? So viele Staffeln. Wo wir mit diesem kleinen Bunker dahin kamen eigentlich. Stimmt, und in diesem Raum, wo wir gerade den Schrank her haben, da konnte man durch das Tor unten durch. Und dadurch in die Mine rein. Ja, lange ist her. Gut, die wunderschöne Karte ist hier auf jeden Fall nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir... Ich hole mal den anderen Schrank. Dann ist das Fahrzeug hier schon mal wenigstens mit ein paar Schränken voll. Müssen wir mal gucken, ob wir im Paradise Hotel noch was bekommen. Ich will mal Paradies sagen. Ui, oh. Ungünstig. Oh, Gottes Willen. Ich bin fast tot. Ess mal was. Ich sollte vielleicht noch speichern. Ich habe natürlich keine Medikamente dabei. So, ich speichere mal lieber.
ungünstig, dass ich das hier drin mache. Nicht, dass ich, wenn ich wieder hier reinspawne, in den Boden glitsche. Gefühlt könnte dies hier passieren. Hier, da konnte man dann irgendwie noch rein. So, dich hatte ich ja schon, dich hatte ich gut. Wenigstens haben wir ein bisschen die Mine. Bunker. Ist ein Bunker eigentlich. Naja, Mine, Bunker. Eine große Mine ist es jetzt nicht. Gut, den Kumpel nehmen wir noch mit. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe, ne? Mich irritiert es, dass der Boden so wellig vor mir rumschwaddelt. Schwaddelt? Was denn? So, mein Freund. Du kommst mit. Du kommst rein. Ich sehe ganz schön schlimm aus. Erst meine Runde. Gehen wir nochmal ins Paradieshotel? Paradise, mein Gott, ich nenne es jetzt Paradies, so. Irgendwo müssten wir eine Karte finden. Also ich würde es verstehen, wenn der Entwickler die Karte ein bisschen versteckt hat. Damit man so ein bisschen nach der suchen muss und nicht immer auf dem Präsentierteller hat. Molly! Oh, stimmt, die Dinger wollte ich machen. Damit wir dieses Herz, Seuchenherz weg, machen können. Vielleicht ist da auch die Karte drin. Gleich wieder da. Moment. So, da sind wir wieder. Ja, gut, wir sollten nicht runterrennen. Das, liebe Kinder, unterlasst ihr am besten. So, den Molly nehme ich auf jeden Fall mit. Ich müsste mal gucken, ob ich den Molly... War auch nicht hier irgendwo eine Karte? Nee, ne? Ich glaube, ich habe schon wieder so viele Informationen im Kopf mit dem Ganzen. Ja, nehme ich mit. Lieg und Sieg, mein Freund. Oh, da liegt was. Hi. Nehme ich alles mit, mein Freund. Danke. Oder irgendwas anderes. Hier war doch noch irgendwas. Oder da drin. Was ist das denn? Irgendetwas fürs Tune. An den Motor. Hätte ja sein können. Ich finde es cool, wie unser Charakter einfach so einen Motor Huckepack nehmen kann. Sehr stark, mein Freund.
spät haben wir es eigentlich? 16 Uhr, wird bald dunkel. Speichern, speichern, yep. Oh, ein Reifen. Ja, ich hoffe, ich finde dich wieder, mein Freund. Hier ist eine Leiter. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Schade ist nichts. So, Licht sparen wir mal. Licht nehmen wir mal wieder. Bin ich hier nicht auch mal wunderschön gestorben? Leer. Die Kanister lasse ich erstmal. Absolut gar nichts. Läuft. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Außer ein Getränkeautomat. Gut. Den Reifen nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Koffer natürlich. So, du kommst mal mit. Vielleicht werden wir auch erstmal zusammen wieder nach Hause fahren. Uns ein paar Moddys machen. Und dann nochmal ins Hotel wenigstens das Herz, ich nenne es mal solchen Herz, ausräuchern. Oh mein Gott! Das hätte ich beinahe gerade nicht gesehen. Kannst du mal? Hallo? Danke. Gut, wir müssten hier sein. In der Community könnte die Karte sein. Ich vermute aber auch so ein bisschen in diesen einen Tunnel. War das hier oben? Kann sein, dass es hier oben war. Wo man reingehen konnte, wo eigentlich der Bruder von Klaus hier rumdackelt. Den hatten wir in der letzten Staffel nicht. Vielleicht ist da die Karte. Oder sie liegt irgendwo ganz offensichtlich und ich habe sie übersehen. Oh. Dachte schon. Oh Gott. Fahrzeug. Ich hole mir mein Mollys und warte die Nacht ab. Eigentlich ist die Frage, ob wir einfach ein paar Banditen töten müssen. Die Aufgabe von Rick. Oder ob wir wirklich das spezielle Camp suchen müssen.
Scotty, mein Lieber, hier pack mal aus, war einkaufen. Nö, er ignoriert das. Scheiße, ich wollte eigentlich ein... Naja, egal. Etwas zu Hause lassen. Etwas bei der Mine lassen. So, Motor packe ich mal hier rein. Du hast... Ach, mein Gott. Bleib mal auf. Du hast alle Reifen. Du hast alle Reifen. Fehlt uns eigentlich nur noch der kleine Motor von dem Kollegen. Kann ich eigentlich schon Bollies machen? Hier. Scheiße. Waschpulver müsste ich aber irgendwo haben. Ich muss eh unseren Kollegen gleich ins Bettchen bringen. Das ist verdammt voll. Wirklich sehr voll. Oh, Gott sei Dank. Ja, das geht noch. Den Koffer kann ich drin lassen. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, ich werde unser Fahrzeug erstmal ausmisten. Das müsst ihr jetzt erstmal nicht mitbekommen und würde sagen, ich verabschiede mich hier erstmal. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.